Denn I don't know if I've mentioned, but I really don't like it here. Verlassen wir Himmelsrand und gehen nach Morrowind. Ich habe auf der einen Seite einen Entdeckerdrang, auf der anderen Seite ein mulmiges Gefühl im Bauch, als ob uns irgendetwas erwartet, was ich nicht gutheißen kann. The Forsaken Cave isn't far from Windhelm. Let's go there. Maybe we can help Warner Radiant find the White Fire. Nicht jetzt. Vilja, wenn wir zurückkommen aus Morrowind, wir müssen dort archäologische Aufgaben für die Gilde erledigen. Eigentlich müssten wir uns um die Drachen kümmern. Aber die Artefakte sind auch wichtig, denke ich. Ja. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. I heard that a mage in Windhelm turned a young girl into a frog when he tried to remove her freckles with an enchantment. Scary, isn't it? Yes, but are you sure it was not the other way around? I cannot remember the last time I saw a frog, but I have seen a lot of girls with freckles. Nun, zumindest wurde ich als Kuh und als Hund verwandelt. Ja, das kann ich mich noch entsinnen, mein Freund. Ja, wer ist denn hier dafür zuständig? Ich habe schon ein bisschen mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache. Zugespinnert irgendwie mir so ein mulmiges Gefühl. Ich habe mich eigentlich richtig drauf gefreut. Wer ist denn hier dafür zuständig? Welches Schiff ist es denn, das wir nehmen müssten? Ist es das Schiff hier? Es tut mir leid, aber ich suche derzeit keine neuen Besatzungsmitglieder. Ihr seid Schiffskapitän? Die Nordwind ist meine Geliebte. Und ich bin ihr Gebieter. Ich dulde keine Untreue. Sucht ihr Arbeit? Ich hatte da einen Matrosen, der sich dachte, als Kopf einer Räuberbande mehr zu verdienen, als mit dem Schleppen meiner Fracht. Wenn ihr an dieser Bande ein Exempel statuiert, gebe ich euch einen ganzen Jahreslohn. Nun, ich sage es nicht gerne, aber wir sind nach Morrowind unterwegs. Auf der anderen Seite, wenn wir über diese Banditen stolpern, sind sie so gut wie tot. Lobenswerte Einstellung. Gut, man sieht sich. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Aufträge haben. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Oh, tatsächlich suchen wir eine Überfahrt. Seid ihr der Captain der Nordmaid? Na klar, das bin ich. Warum? Wer hat euch geschickt? Ich wurde, ich sage es ehrlich und frei heraus, zwei oder gar dreimal von Kultisten angetroffen und angegriffen, die auf eurem Schiff herkamen. Moment mal, das war nicht meine Schuld. Ich wusste nicht, dass sie jemanden angreifen wollten. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Das ist merkwürdig und mysteriös zugleich. Wie könnt ihr nicht wissen, wie ihr hierher gekommen seid? Ihr seid doch gesegelt, oder? Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Das glaube ich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Doch, diese Dinge, sie müssen aufgeklärt werden. Ich und meine Gefährten, oder besser meine Gefährten und ich, wir werden es versuchen. Bringt mich bitte nach Solstheim. Diese Anbeter, diese Kultisten könnten
vielleicht sogar eine stärkere Bedrohung sein als die Drachen. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ja, wir probieren es mal wieder. Aber ihr wisst ja, überreden könnt ihr echt vergessen. Obwohl, ich meine, die 500 Goldstücke, die können wir ihnen auch geben. Ihr schuldet mir etwas. Diese Kultisten, die euch hierher gebracht haben, wollten mich töten. In Ordnung. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat. Vielleicht könnt ihr ja auch aufhalten, was immer dort vor sich geht. Das sagte ich doch. Ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Also? Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Rabenfels. Hier. Die Architektur, so wie ich es auf Bildern gesehen habe. Wären wir also direkt in Morrowind. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Meine Absichten? Ich suche nur nach Arbeit hier. Dazu habt ihr euch den schlechtesten Ort in ganz Morrowind ausgesucht. Aber wie ihr wollt. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Warum seid ihr Besuchern gegenüber so misstrauisch? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Oh. Gibt es Probleme mit der Sicherheit hier? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwan im Stich zu lassen. Ich kenne mich nicht ganz aus hier. Ich habe zwar einiges über Morrowind gelesen, aber was bedeuten die Titel hier? Besonders eure? Ratsherr Morwan ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Rabenfels. Ist das hier eine reine Dumer-Siedlung oder leben hier auch andere Völker? Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als mein Volk hier eintraf. Oh ja. Sie ließ die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen. Und selbst wenn es schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen, nennen wir sie voller Stolz Heimat. Ich habe auch schon Leute gesehen, insbesondere in Windhelm und auch der Vorpost, der zerstört wurde. Was hat es mit diesem Schwarzlicht auf sich? Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind, seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Aha, die Argonier? Das ist mir neu. Sind die in Morrowind einmarschiert? Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war, tausende Dunmer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ja, Lund,
Ich habe ihn schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Will, du machst mich wahnsinnig. Wir wurden von einem Unwetter aufgehalten. Bevor ihr fragt, ja, ich habe die Waren, die ihr bestellt habt. Aber... Was aber? Diese Ladung hat mich doppelt so viel gekostet wie vereint. Und ich kann nichts dagegen tun. Verdammt nochmal, Gjallud! Ihr wisst, dass wir nicht so viel Geld haben. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft lässt mir keine Wahl. Sie hat die Preise schon wieder erhöht. Und ich kann nichts dagegen tun. Nach all diesen Jahren reißen sie uns auch die letzten Draken aus den Fingern. Lasst mich mit Leri reden. Vielleicht kann ich etwas erreichen. In Ordnung, Adel. Wir wollen nichts überstürzen. Bezahlt mich einfach dann, wann ihr... Eins Solange noch. Solange ihr unsere Gesetze befolgt, wird euer Aufenthalt hier toleriert. Anderenfalls müsst ihr euch vor der Redoran-Wache verantworten. Ja, eins noch. Ich habe in Büchern gelesen von einem Mirak, der hier in der Gegend sein könnte. Wisst ihr, wer das genau ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Was könnt ihr mir über ihn erzählen? Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was... Erdstein? Denkt daran. Wir behalten euch im Auge. Wir sollten als erstes eine... Wir sollten tatsächlich als erstes... eine Taverne hier aufsuchen, wenn es so etwas gibt hier überhaupt. Ja. Das ist wohl wahr. Weiß nicht, jetzt kann man hier nicht schlafen, ist das richtig? Wollen wir es gleich mal probieren? Ravenrock at last. Oh, it's so good to be assessed by the goddess of the situation here. Ja, wir unterhalten uns gleich, nur wir sollten erst einmal aus dem Regen herauskommen, in eine Taverne. Because of its obscure location, Ravenrock. I just realized something. Can we talk? One of the few places to be it. Aha. Na, wartet doch mal. Ist ja schön, dass ihr so talkativ seid, aber wir bräuchten erstmal... Percy tried to manifest here on Solstheim at the end of the Third Era, as part of the Blood Moon prophecy. The Deliverine sort of off, of course. Ja, das ist wohl wahr. Hier hin. Raindrops are inspiring, but they usually find a way to get rid of it. I prefer snow to rain every time. There's nothing any cold. Oder ich kann einen Snowman machen. Oder ich kann einen Snowdrop machen. Ja, das ist klar. Nee, wir bräuchten erstmal eine Taverne. Was ist denn das hier oben? Das ist wahrscheinlich das Ratshaus, oder? Nee, ein Tempel. Wir bräuchten erstmal eine Taverne. Ist denn hier keine Taverne? Schon mal kurz. Ein Anwesen, ein Haus, ein Hof. Aber keine Taverne. Gibt's hier keine Taverne? Es ist ein Bier, wenn man hier reingeht. Hier geht man raus, ne? Ja, nee, hier geht man raus aus dem Ort. Rabenfilz. Okay. Hier, das ist ein Ahnengrab. Immer gut zu wissen. Das ist eigentlich das hier. Eine Kaserne wahrscheinlich. Ach nee, das ist Anwesen. Verdammt. I just realized something. Can we talk? Ja, warte doch mal. Wir brauchen erst eine... Und was ist eigentlich... Das ist wirklich ein Händler wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Hier ist aber draußen der Händler. Hier oben. Schauen wir kurz.
Wir sind total übermüdet. Danke. Geht ja gleich gut los. Das scheint eine Mine zu sein, oder was? Tatsächlich. Ich hab echt geschlafen schon auf volle Kanne, aber das ist natürlich die Überfahrt, ne? Die hat uns natürlich wahrscheinlich Stunden gekostet. Hier ist ein Alchemiebereich. Wo ist das hier hinten? Wir bräuchten eigentlich nur eine kleine Taverne. Das wäre so schön. Was ist denn das hier? Auch keine Taverne. Hier gibt es keine Taverne. Oder? Ist ja traurig. Was, in Solstheim gibt es keine Taverne? Ohne Taverne sind wir doch hier aufgeschmissen. Ich meine, zumindest mal aus dem Regen hier raus. Meine Güte. Aber eigentlich haben wir ja... Can we talk for a moment? Ja, wir sprechen mal. Ich finde eh keine Taverne gerade. I just realized something. Can we talk for a moment? Yeah? Was gibt es denn? What a shame. There is no ship here for the Groundskog Island where my parents live. Considering the circumstances, I can surely understand why. I'm quite happy that my family is sensible enough to stay away from this mess. But I must admit that I have been looking so much forward to see them. Das glaube ich. And that will obviously have to wait. Oh well. Maybe that's for the best. I guess you have more important things on your mind right now than arm wrestling with my father or trying to shoe my mother's meatballs. Nun, um ehrlich zu sein, nein. Die größte Sorge ist es jetzt, dass wir eine Taverne oder eine Unterkunft überhaupt finden. Und wie gesagt, das ist hier... verrückt. Yes? Was hältst du von diesem Ort hier? When I went to Skyrim, my ship left from Raven Rock. Did I ever tell you that? Nein. Was ist das? So, where are we going now? Das ist die Frage. Muss man mal kurz einen Überblick verschaffen? Alleine. Und dann kann ich weiter entscheiden. So. So, werde ich mal jetzt. Schauen wir trotzdem nochmal. Also, das hier ist... Was ist das? Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Also, wenn denn irgendwann mal Skype... I hate Freckles. Also, ich liebe Freckles, um ehrlich zu sein. Das sieht ja hier echt nett aus. So, ich werde mir jetzt erstmal meine nasse Kleidung... und um- und ausziehen und werde mich ein bisschen anders anziehen. Das ist in Ordnung. Wir nehmen mal die. Das. Ich glaube, damit sind wir schon gut bedient. So. Was haben wir eigentlich von der Halskette gerade um? Steige der Magie. Das ist in Ordnung. Okay. Ich helfe euch gerne. Ihr müsst für die Reparatur ihrer Waffen und Rüstungen ziemlich viele Rohmaterialien benutzen. Aber wir können euch... Of all the Kajits I have met, sorry, you are the nicest. Ich werde meine Verluste schon bald zurückgewinnen. Alles so richtig, das macht richtig Laune drauf, wieder Morrowind zu spielen. Ne? Also wenn da wirklich mal Skywind rauskommt, auch im Englischen, auch wenn es im Englischen ist, werden wir es... Also ich glaube ja nicht dran, aber wenn es rauskommt, werden wir das auf alle Fälle in Angriff nehmen. Ja, dann werden wir mit dem hiesigen Wirt ein Pläuschchen halten. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Nein,
Das glaube ich nicht. Suyama. Ist das die Spezialität des Hauses? Der edelste Suyama, der je eure Lippen benetzen wird. Meine eigene persönliche Formel, die ich Sadris Suyama nenne. Ich habe die Mischung gerade um einige neue Zutaten ergänzt, die den Geschmack meiner Meinung nach noch verbessern. Ich muss den Leuten nur noch erzählen, dass das Getränk fertig ist. Dann werden die Gäste mir die Bude einrennen. Mhm. Susu, ich bin hier neu und ich treffe bestimmt auf einige Menschen hier. Vielleicht kann ich euch helfen, euer Geschäft anzukurbeln. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Nehmt diese Suyama-Kostproben und erzählt den Leuten davon. Habt ihr alle verteilt, erhaltet ihr einen Bonus. So, in Ordnung. Aber wartet mal, Willkommen im spuckenden Netz, Fremdling. Was darf ich euch bringen? Wir könnten uns also hier schon mal ein Zimmer mieten. Euer Gasthaus. Ich habe gehört, es heißt zum... Irgendwas mit Netsch. Hat einen ungewöhnlichen Namen. Ach, es steckt eine lustige Geschichte dahinter. Vor einigen Jahren ging ich zu den Docks hinunter und sah einen Dunmeer, der mit einer Flasche Suyama in der Hand dort entlang torkelte. Er war einer meiner Stammgäste und er trank gern und viel. Also war ich nicht gerade überrascht. Das klingt aber ganz normal. Ah, aber dieser Dunmeer war nackt, wie am Tag seiner Geburt, und sang schief und so laut, wie es seine Lunge nur hergab. Während ich das Spektakel noch beobachte, schwebt ein Netz über das Bollwerk auf ihn zu. Der Mann sieht zu dem Netz hoch, brüllt, hier, trinkt was, und wirft die Flasche hoch, und die landet nicht mehr auf dem Boden. Sondern... Dieser Netsch, so ich das weiß, ist doch hier auch ein Beförderungsmittel, oder? Was hat er getan? Tja, die Flasche zerbrach an dem Netsch und er muss den Inhalt wohl geschluckt haben, denn er fing an, irgendwie schräg zu schweben. Schließlich hielt er an und fing an zu zittern. Ein paar Augenblicke später spie er das abscheulichste Zeug von sich, das je eure Nase beleidigt hat. Ich habe schon so einige Betrunkene gesehen und ich sage euch, dem Netz war speiübel. Ach so, heißt eure Taverne dann der speiüble Netz? Oder der betrunkene Netz? Nee, Netz sind die anderen Viecher, oder? Das waren die Schlickschreiter. Ja, genau. Jetzt verstehe ich es. Genau so war's. Ganz genau so. Ja, dann ist ja alles gut. Wir können hier noch nicht mal was kaufen. Das ist traurig. Gab es in letzter Zeit irgendwelche Gerüchte hier? Die Aschenbrutangriffe auf das Bollwerk werden schlimmer. Hauptmann Wehle tut, was er kann. Aber langsam ist die Redoran-Wache wohl überfordert. Passt da draußen auf euch auf. Sieht aus, als würde sich ein Aschensturm zusammenbrauen. Naja, momentan ist es eher ein Regensturm. Wir müssen herausfinden, was es mit diesen Kultisten auf sich hat. Ich werde da einmal unauffällig... Gellis, ich muss wissen, ob ihr etwas davon gehört habt. Meine Frau und ich tun, was wir können, um Rabenfels satt zu machen. Ich halte mich nicht zurück. Wenn ich etwas wüsste, würde ich nicht fragen. Ich möchte euch etwas fragen. Ich würde euch suchen gehen. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr woher. Oder vielleicht irre ich mich. Ich bin mir nicht sicher. Kennt ihr ihn? Oder... Kennt ihr ihn nicht? Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon, aber das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist ein Schrein in der Nähe des Erdsteins. Davon habe ich tatsächlich schon gehört. Der Wirt hier möchte, dass ihr sein neues Getränk kostet. Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geldes neuen Mixturen zu kosten. Okay. Ich habe etwas gehört.
von aschgewachsenen Lebensmitteln? Was ist das? Die Dunmer züchten schon seit tausenden von Jahren Erzeugnisse in den Aschlanden. Sie entstanden aus der Notwendigkeit, in dem rauen Klima unserer Heimat zu überleben. Und jetzt, mit den ständigen Ausbrüchen des Roten Berges, sind sie wichtiger denn je. Wird dazu Magie benutzt? Nein, nur die Telvanni können aus Asche etwas Lebendiges erschaffen. Nein, dazu braucht man nur die richtigen Zutaten, die richtigen Werkzeuge und viel Geduld. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe immer reichlich Essen im Angebot. Was? Ja, wartet mal. Wenn ihr Trankmischer-Zutaten braucht, sprecht mit meiner Frau Milore. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe Hunger, aber es kann sein. Wartet mal, wie sind wir? Ach so, es ist Nacht. Deswegen verkauft er uns nichts. Vielleicht verkauft er uns deswegen hier auch nichts, ne? Das kann natürlich sein. Das sind die Roben der Akademie von Winterfeste, nicht wahr? Tatsächlich. Um ehrlich zu sein, bin ich Erzmagier und Gildenmeister zu Einsamkeit. Ich habe hier ein Getränk vom hiesigen Tavernenwirt. Möchtet ihr einmal kosten? Geldes muss das in Flaschen füllen und auf dem Festland verkaufen, statt seine Zeit hier zu vergeuden. Seine Getränke sind hervorragend. Danke. Nun, ich könnte es ja tatsächlich mitnehmen nach Himmelsrand, wenn ich wieder zurückgehe. Kennt ihr jemanden namens Mirak? Ich glaube, ich habe vielleicht mal von jemandem mit diesem Namen geträumt. Geträumt? Erzählt mir von dem Traum. Es war sehr seltsam. Habe ich etwas gebaut? Einen Schrein unten am Strand beim Erdstein? Ah. Ich bin mir nicht sicher. Die Information, die kenne ich schon. Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich denke, Iniko, wir sollten einmal diesen Erdschrein besuchen. Aber vorerst nehmen wir uns ein Zimmer für die Nacht. Willkommen im spuckenden Netz. Ich möchte ein... Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Ich habe tatsächlich schon zwei Personen davon überzeugt, dass euer Getränk hervorragend schmeckt. Und ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. So, wo ist es denn? Erzähl's mir. Ich zeige euch euer Zimmer. Das ist hier entlang. Wo? Lauf los, mein Freund. Lauf los. Denn ich habe keine Ahnung, wo das Zimmer auch nur im geringsten sein könnte. Das ist oben oder unten? I've tried so hard to get better spellcasting. Ach, apropos. Don't seem to have that in me. I have a similar problem. My eyes and ears are still recovering from my first and only attempt with magic. Poor you. I know exactly what you mean. I once accidentally activated a spell of lightning inside a store. The effect was devastating. Was anyone injured? No, but the shopkeeper lost his beard and his braids. And the rest of his hair went black and curly. Lass mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Wow. Danke. I don't quite understand why he was so upset over that. Myself, I always want dark curly hair. Vorsichtig! Um ehrlich zu sein, deswegen werde ich mich auch mit Zerstörungsmagie nicht beschäftigen, meine Lieben. So, dann werden wir das Zimmer einmal verschließen und uns einen Plan machen. Als erstes sollten wir tatsächlich diesen Schrein besuchen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen was zu essen. Aber ich weiß nicht, ob das im Preis dieses Zimmers mit inbegriffen ist. Sieht aus wie Elfenstühle. Ah, so, den Ranzen vom Rücken genommen. Und dann, ja, dann können wir. Oh, Iniko, bist du genauso müde wie ich? Ciao, ciao da draußen. Wollen wir schauen, ne? Wie das jetzt weitergeht hier.